deinen schwachen Magen wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. So, hallo, da sind wir wieder, Silent Hill 4, The Room. Letztes Mal waren wir wieder mal in der Krankenhauswelt, haben einige Räume erforscht, paar nette Dinge. Wir haben auch wieder was, ja, Ulkiges entdeckt, nämlich von selbstfahrende Rollstühle, die vermutlich, ja, von Geistern gelenkt werden, aber es ist trotzdem extrem dämlich. So, und wir haben in ein paar der Räume, die wir erforscht haben, haben wir Objekte zurückgelassen, weil wir keinen Platz mehr im Inventar hatten, und wir werden versuchen, möglichst zielgenau, ohne unnötig nochmal Räume anzuschauen, diese Objekte jetzt mitzunehmen. So, und das erste Objekt war hier irgendwo, glaube ich, oder? Okay, ne, das ist schon mal falsch. Ne, es war hier. Hier oder hier irgendwo. Hier war eins, da bin ich mir ziemlich sicher, das heißt, wir schauen mal darüber. Ich habe mir das natürlich nicht gemerkt, aber ich glaube, hier war was, oder? Okay, ne. Mann, mein Gedächtnis ist komplett für den Arsch. Fahr mal da vorbei. So, mal schauen, war das hier? Doch, hier war der Schläger, genau. Ja, wir nehmen das Vierereisen. So, damit wir auch eine zweite Schlagwaffe mit dabei haben. So, und ich glaube, weiter hinten haben wir nichts vergessen. Das heißt, ja, hier haben wir Munition. Und dann war das Einzige, was wir noch gefunden hatten. Wir hatten noch einen Nährstoffdrink irgendwo zurückgelassen. Ich schau mal auf die Map, wo könnte das gewesen sein? Wir sind jetzt in dem Raum, das heißt, es könnte hier oder hier gewesen sein. Und ich glaube, hier war die Schlange drin. Naja, egal, es sind ja nicht viele Räume. Wenn wir uns auch vertun. Okay, ne, hier ist das wunderschöne Gesicht. Okay, haben wir das auch nochmal gesehen. Das gefällt mir wirklich, das Gesicht, das ist nett. So, hier haben wir den Nährstoffdrink und ich sollte auf Ja klicken. Es gibt auch, wenn man auf Nein klickt, dann hört man so ein fatales Dumm. Und wenn man auf Ja klickt, dann hört man ein. Ja, okay. Gut, wir machen weiter. Ich glaube, die Schlange war hier. Ja, und du gibst mir mal diesen Schlüssel. Nehmen Sie den Krankenzimmerschlüssel. Wow, 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 wow. Ja, toll, ich habe einen Schlüssel, aber ich bin eingesperrt. Was geht jetzt? Sie ist verschlossen. Ah, das ist eine Tür, oder was? Ist das jetzt euer Ernst? Ich habe den Schlüssel aufgehoben, nur dass ich mich aus dieser Falle befreien kann. Ist der jetzt weg? Oder kann ich den nochmal verwenden? Naja, vielleicht brauche ich den woanders auch nochmal. Ich hoffe es mal, sonst wäre das nur dämlich, dämlich, dämlich. Aber okay. Was haben wir hier? Ist das eine Frühchenstation? Dieses lange Ding, was zum Teufel ist das? Eine Art Nabelschnur? Dieses lange bla bla bla. Dieses lange bla bla bla. Und dieses lange bla bla bla. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist eine Frühchenstation. Hier liegt auch was drin. Und was ist das wirklich? Es ist auf jeden Fall mal nicht eine Schnur. Außer das sind Grafikfehler, dass die Schnur hier immer unterbrochen wird. Aber okay, wir schauen mal, wo waren wir noch nicht drin. Ah, Alter. Es ist nur mal eine Tür, glaube ich, oder? Hier ist der Aufzug. Oh Mann, ey, komm, verpiss dich. Ich will mich hier in Ruhe umsehen. Boah, Alter, was geht? Hallo? Hier geht's, glaube ich. Nee, hier waren wir noch nicht. Ah, okay, da brauchen wir den Schlüssel. Oh, und da ist Eileen. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Hier sind ein Skalpell, eine Schere und andere chirurgische Instrumente. Was machen die hier? Naja, das ist ein Krankenhaus, ne? Und ja, okay, im Krankenzimmer hat man sowas auch nochmal nicht herumliegen. Dann hast du recht. Einmal in deinem Leben hast du recht, Henry. Oh, und Eileen lebt noch. Surprise, surprise. Eileen! Eileen, relax! Oh, ich kann dieses Geschrei nicht ernst nehmen. Sorry.
memory from next door. What are you doing here? I don't know where to start. There was this strange hole in my room. I saw people getting killed. All these weird other worlds. And I saw you get attacked too. What are you talking about? I'm supposed to believe that? But it's true. And there was a kid with you. Boy protected me from the man with the coat. I'm sorry I didn't believe you. I guess there's something wrong with me. I just feel so scared. This place. Where is it anyway? I don't know either. But I do know that if you get killed here, then you die in the real world too. Anyway, the only way out of here is through that hole. Okay. Okay, take me with you. Na wunderbar. Eileen kommt jetzt mit uns. Ich kann nicht mit ihr sprechen. Kann ich ihr was geben? Wie würde das funktionieren eventuell? Mit Tee? Nee. Naja, okay, egal. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal raus und lassen uns... Oh, da sind die zwei. Hallo. Schlag mal da. Ah, nicht. Hey, verpiss dich. Okay, okay, treten. Einmal. Nochmal. Okay, und nochmal. Tritt. Und tritt nochmal. Komm, Henry. Geht doch. So. Okay, Eileen folgt uns. Wir schauen mal, ob wir hier den Aufzug verwenden können. Der Aufzug muss auf einem anderen Stockwerk sein. Ich muss die Taste auf der rechten Seite drücken, um ihn zu rufen. Ach Gott. Damit ruft man wahrscheinlich den Aufzug. Soll ich die Taste drücken? Moment mal. Kann ich nicht auch durchs Stiegenhaus gehen? Der Aufzug sieht mir nämlich ganz danach aus, als würde ich da irgendwo anders hinkommen. Und das will ich ja eigentlich jetzt nicht, oder? Wir wollen doch einfach nur ins Apartment. Ist hier jetzt auch was? Oh ja, das war so klar. Naja, gut, die sind weit auseinander. Das sollte nicht so ein Problem sein. Steig da mal schnell einmal drauf wenigstens. Und klopp mal den. Der hat auch... Das eine Auge ist links ganz weit oben am Kopf. Und das andere ist irgendwie so auf Normalhöhe. Und die Fresse ist so halb zerfetzt. Sie sehen schon nett aus, aber... Mann, diese Geräusche. Nee, das geht einfach nicht. So. Ja, schauen wir mal. Oder? Ich denke, wir sollen einfach ins Apartment. Ich denke mal, wir bekommen jetzt mal endlich mal eine interessantere Aufwachsequenz. Oder auch nicht. Eigentlich sollte jetzt endlich mal eine Frau neben dir liegen, Henry. Vermutlich das erste Mal in deinem Leben, deinem Charakter nach zu urteilen. Und... Oh. Okay. Das ist auch überraschend, muss ich sagen. Dann werde ich das mal überspringen. Tja, sie ist nicht hier. Und da war gerade ein Geräusch. Ich denke mal, das sollte von da draußen kommen. Die Ortung ist hier ziemlich beschissen. Die Luft in diesem Raum scheint schwer.
Ich glaube, Ventilatoren sollten normal nicht am Boden liegen, oder? Okay, hier haben wir einen Zettel und keine Eileen. Lesen wir mal diesen Zettel. Oh, sogar ein Umschlag. Es ist ein roter Umschlag. Es ist ein Brief mit einem kleinen Schlüssel darin. Du hast diese Welt auch gesehen, diesen furchtbaren Albtraum. Aber wenn du hineingesogen wirst, ist es nicht einfach nur ein Albtraum. Verlier dich nicht darin. Wenn du hineingezogen wirst, wirst du getötet. Aber es gibt noch Hoffnung. Vielleicht könnte dich dieser kleine Schlüssel hinführen, führen. Wenn du die Tür mit der eingesetzten Tafel gesehen hast, sieh auf der anderen Seite der Tür nach. Geh dann immer weiter hinunter, bis in seinen tiefsten Teil und suche nach der ultimativen Wahrheit. 20. Juli, Joseph. Ja, ich habe das jetzt einfach mal ein bisschen weird gelesen. Witzigerweise hat es zum Text gepasst irgendwie. Aber vielleicht ist das auch nur meine Meinung. So, da vorne glänzt oder leuchtet auch was. Was ist denn das? Einfach rote Zettel. Sieht aus wie ein Stück aus einem Tagebuch. Da haben wir viel zu lesen. Walter Sullivan beging Selbstmord. Er starb in seiner Gefängniszelle am Blutverlust, nachdem er sich mit einem Löffel in den Hals gestochen hatte. Spitzenleistung. Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die das zusammenbekommen. Sein Körper wurde in einem nicht markierten Grab auf einem Friedhof gleich außerhalb seiner Heimatstadt Silent Hill begraben. Danach wurde er weltweit berühmt und es schien, als wäre seine Reihe von Massenmorden nach 10 von 21 beendet. Aber 3 Jahre später wurde eine Leiche gefunden, in die 12 von 21 eingeritzt worden war. Die Leiche war bereits 6 Monate tot. Das heißt, dass diese Person 2,5 Jahre nach Sullivans Selbstmord getötet wurde. Der Modus operandi entsprach genau Sullivans, mit einem Unterschied. Bei allen 10 Opfern Sullivans war das Herz entfernt und die Brust fachmännisch wieder zugenäht worden. Beim Opfer 12 von 21 jedoch war das Herz noch vorhanden. Die Polizei geht von einem Nachahmer aus und geht entsprechend vor, macht aber keinen Fortschritt. Vor kurzem wurde Opfer Nummer 13 entdeckt. Auch das Herz dieser Leiche war intakt. Die Polizei hat noch immer keinerlei Verdächtige. Ich habe eine Hypothese. Nur sehr wenigen Leuten sind die Details der ursprünglichen Morde bekannt und wären in der Lage, Sullivans Modus operandi so präzise zu kopieren. Zuerst werde ich nach Silent Hill gehen, zum Friedhof bei dem schönen kleinen See. Vielleicht finde ich dort die Antwort. Dort waren wir ja schon, glaube ich. 11. Juni, 11. Juni, ja. Wir waren ja schon beim Wischhaus dort und da gab es ja diesen Friedhof. Beim Lake Toluca und ich denke, das ist der. So, wir haben noch 2 Zettel liegen. Puh. Wie lange ist es her, dass ich dieses Zimmer verlassen habe? Ich weiß nicht, ob es Tage oder Stunden sind, aber inzwischen wurde der Körper von 14 von 21 gefunden. In letzter Zeit habe ich Halluzinationen. Ich glaube, ich verliere meinen Verstand. Undatiert. Okay, und letzter Zettel. Hallo? Geht doch. So, an diesem Tag war das Wetter sehr seltsam. Obwohl ich früher einen Sturm gemieden hatte, hing noch immer ein dichter Nebel über allem. Glücklicherweise erlaubte er es mir, ungesehen sofort an die Arbeit zu gehen. Er gräbt da jetzt wohl Sullivans Leiche aus, oder? Die Polizei geht weiter stur von einem Nachahmer aus. Also dachte ich mir, dass hier noch alles unberührt wäre. Aber ich hatte Unrecht. Ich hätte früher hierher kommen sollen. Der Friedhof war in einem solch schlechten Zustand, dass es fast traurig war. Der Sturm muss den Wasserspiegel des Sees angehoben haben. So war es jedenfalls, als ich Walter Sullivans Grab fand. Das Tagebuch ist hier ziemlich beschädigt und ich kann nichts entziffern. Ich bin immer noch geschockt. Es war kein Körper im Grab. Und vor allem standen auf dem Sarg die Zahlen 11 von 21. Das heißt, Sullivans Selbstmord gehört irgendwie zu seiner Serie dazu? Aha. Interessant. 14. Juni. Rotes Tagebuch, 14. Juni. Okay. Das ist sehr interessant. Was sagst du eigentlich zu deinem Ventilator? Der Ventilator ist von der Decke gefallen. Das Zimmer, es ist so bedrückend. Hallo, du wolltest gerade... Okay, also manchmal bekomme ich ein Auge angezeigt und dann verschwindet es plötzlich wieder. Ich habe hier gerade beim Fernseher eigentlich ein Auge gehabt, aber naja, egal.
Wir sollten eventuell mal bei der Tür rausschauen. Vielleicht hat sich jetzt was getan. Nee, da tut sich gar nichts. Wir schauen auch noch mal zu Eileen. Sind diese Flecken hier neu? Irgendwie kommt es mir so vor, als ob sich das Loch verändern würde. Aber nur so ganz, ganz wenig. Okay, hier ist auch nichts. Das heißt, Eileen ist wahrscheinlich noch in der anderen Welt, oder? Schwer zu sagen. Und was ist... Oh, hey. Da war doch auch so ein Fleck, oder? Der ist weg. Hm. Na gut, ich würde sagen, wir speichern hier mal und sehen uns dann beim nächsten Mal, wo wir vermutlich wieder in die Krankenhauswelt zurückgehen und dann mit dem Aufzug fahren. Das ist jetzt mal so mein Verdacht. Aber wir werden sehen. Bis dennsen.